1871 war es soweit, da hat man bei Erlbräu in Geiselhöring angefangen, Bier zu brauen. Und das Festbier, das hat jetzt einen neuen Anstrich bekommen. Ob es auch inhaltlich genau dasselbe ist, darüber reden wir, wenn er dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt richtig Lust auf das heutige Bier zusammen mit mir. Wenn ihr grundsätzlich Lust auf Biervideos habt, dann seid doch so lieb und lasst da unten ein Abo da. Dann unterstützt ihr den Kanal ein bisschen und supportet mich beim Berichten über Bierneuheiten aus Deutschland, Österreich und der Welt. Und so eine habe ich heute von Erlbräu hier vor mir. Jetzt werden einige denken, oh, Erlbräu-Festbier, das kennen wir doch. Aber ihr werdet feststellen, wenn ihr ein bisschen näher hinschaut, das ist das Anno 1871, da unten steht es nämlich. Und das ist das Gründungsjahr der Brauerei. Und Kopfrechnen würde jetzt helfen, um auf 150 Jahre zu kommen. Also haben wir heuer ein Jubiläum. Und die Erlbrauerei hat, ich habe mit dem Sepp ein bisschen telefoniert, dem Braumeister von der Brauerei. Und habe gesagt, naja, macht ihr irgendwas, ist schon was geplant? Sag, nee, also geplant haben wir jetzt mal gar nichts. Aber wenn es halt geht, dann wird wahrscheinlich schon dort ordentlich mal die Schwarte krachen. Aber im Augenblick ist es halt einfach nicht möglich. Und jetzt müssen wir das Bier zu Hause genießen. 6,1 Volumenprozent Alkohol. Es ist mit Gerstenmalz und Hopfen gemacht. Das hatte ich gehofft und auch vermutet. Und ansonsten nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Viel mehr wird nicht verraten. Ich weiß, dass man in offener Gärung dort arbeitet und Hallertauer Naturhopfen verwendet. Zumindest verrät einem das auch die Homepage. Und jetzt will ich mal schauen, ob wir es dann zumindest akustisch ein bisschen krachen lassen können. Hey! Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass mir das auch akustisch ganz gut gelungen ist. Und wie es der Zufall will, ich habe auch ein passendes Glas dazu. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, auf der Homepage stand noch so ein Spruch wie dunkler als das Helle, aber heller als das Dunkle oder sowas. Zumindest in der Richtung. Oder stärker als das Dunkle. So irgendwie war es. Aber das ist schon, boah, das ist schon echt eine... farblich würde ich mal sagen, da hat man beim Malz alles gegeben. Das ist eine richtig, richtig tief goldene, um nicht zu sagen schon Bernstein-Farbe. Klar, filtriert, viel Kohlensäure sieht man da drin. Und hier oben drauf steht ein Schaum, der mörderkompakt ist. Und der... Ich würde mal sagen, ja, der ist schon schneeweiß. Ja, so wie sich das gehört. Also das ist tatsächlich ein Bier, das kann ich mir sehr gut vorstellen, in einem Festzelt zu trinken. Und jetzt von der Nase her. Oh, es ist richtig, richtig viel Karamell drin. Schöne getreidige Note. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass das normale Festbier also deutlich heller war. Das, und auch für, wie gesagt, für ein Festbier finde ich es dann auch schon wirklich, hat so einen richtig schönen orangenen Einschlag auch noch. Boah. Also das in einem großen Glas. Kräutriger Hopfen, also großes Glas meine ich. Maßkrug. Bisschen kräutriger Hopfen. Ja, aber die karamelligen Malznoten sind dann doch sehr dominant in diesem Sinne. Sehr zum Wohl. Sie sind nicht nur in der Nase, sondern sie sind auch im Geschmack. Also das Bier lebt von einem richtig kräftigen Malzkörper. Richtig schön, angenehme Süße auch mit dabei. Wobei ich sagen würde, das geht so ein bisschen auch in die Honigrichtung. Vom Malz her richtig schön brotig auch. Das ist so ein Schwarzbrot, Pumpernickel, so in diese Richtung. Da hat man schön was dabei. Eine ganz, ganz ausgeprägte Würzigkeit. Ich habe also so ein bisschen, wenn ich jetzt mich noch daran erinnere, an das Festbier, ich habe einfach das Gefühl, man hat einfach so ein bisschen nochmal alle Register auf volle Leistung gestellt. Und da richtig Gas gegeben. Ganz leichte Frucht auch mit dabei. Bisschen Zitrus. Und ja, aber es ist auch
fängt dann an, nach hinten so zunehmend ein bisschen trockener zu werden. Extrem vollmundig. Tolles Mundgefühl. Also dieses Bier, das legt sich so richtig schön auf die Zunge, an den Gaumen und macht richtig Lust zum Weitertrinken. Und es kommt so eine schöne, bittere auf, die so, ja, in diese kräuterige Thematik reingeht und aber nicht stört, sondern einfach dieses Bier ein bisschen unterstützt. Es ist toll balanciert und wow, ne, richtig schöne Festbier. Ich würde sagen, schöner mittlerer Körper, von der Kohlensäure her auch im mittleren Bereich angesiedelt. Die Textur ist eher so ein bisschen glatt. Ich würde sagen, das ist schon so ganz klein bisschen an der Grenze zum leicht öligen, weil es läuft richtig gut in den Hals und hinten im Nachtrunk. Es bleibt getreidig. Vielleicht merkt man so ein bisschen dann auch, dass es mit 6 Volumenprozent eben jetzt nicht ganz so leicht ist. Und es kommt so eine schöne Herbe auf. Und alles, was so um die Fruchtigkeit und auch die Süße war, das wird ein bisschen reduzierter und macht mehr Platz für die Hopfenaromen. Also, ich muss sagen, Respekt. Das Erlbräu Festbier anno 1871 von ProbierTV gibt es dafür wohlverdiente 4,5 Punkte für ein richtig, richtig gutes Festbier aus Geiselhöring und dann nochmal Gratulation an den Sepp und seine Mannschaft. Da habt ihr ordentlich was hingezimmert. Das kann sich sehen lassen. Macht richtig Spaß zu trinken und ich habe das, boah, das läuft auch richtig gut. Ich habe das halbe Glas schon leer getrunken. So, dann soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, sag danke fürs Zuschauen und wenn ihr Lust habt, dann schaut morgen wieder vorbei, wenn ihr ein Abo habt. Da! Und dann sehen wir uns beim nächsten Bier. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers!